Hallo aus der Region Minden-Lübbecke, Nähe A2 zwischen Hannover und dem Ruhrgebiet, direkt an der Grenze NRW Niedersachsen und herzlich willkommen bei Camperkaufen TV. Heute statt ein Wohnmobil mal ein Wohnwagen, ein Hobby 540 UL Deluxe von 2018, zweiter Hand, Rundsitzgruppe im Heck, vorne Einzelbetten, die sich zu einem großen Bett erweitern lassen, großer Kühlschrank drin, TV, Mover dabei, Fahrradträger auf der Deichsel und optional auch ein Vorzelt. Der Wohnwagen ist sehr gepflegt, in einem Top-Zustand, ab sofort verfügbar und einfach mal anschauen. Jetzt geht's los. So, schauen wir uns den Hobby Optima 540 UL Deluxe einmal von außen an. Zunächst einmal Blick auf Beschädigungen. Gehen hinten rechts die Seitenwand durch. Unten den Schweller. In diesem Fall alles in Ordnung. Hier haben wir einen TV-Außenanschluss, Frischwasserzuführung hinten in der Sitzgruppe, dann das Fenster ohne Beschädigung, dann haben wir bei diesem Fahrzeug eine LED-Außenbeleuchtung, eine Aufbautür mit Fenster, natürlich von hinten abdunkelbar. Schauen weiter, ganz normale Stahlfelgen, haben hier einmal für Toilette den Schacht. Dann die Klappe für die Garage unter den Betten. Auch hier außen keinerlei Beschädigung. Einzig, was mal so üblich ist, ist hier so ein bisschen Dichtmasse, die man dort mal noch säubern kann. Auch hier keinerlei Spuren am Fenster. Schauen wir uns den vorderen Bereich an. Hier an der Seitenwand, Reflektoren, alles in Ordnung. Staufach ohne große Spuren. Wir haben einen Zweifach-Fahrradträger von Thule dran. Auch hier nur der übliche Dreck vom Fahren halt. Auch das Fenster, das Bugfenster. Absolut top und gepflegter Zustand. Kommen wir zur Fahrerseite. Auch hier unten haben wir der Schweller. Ohne Beschädigung. Oben an der Wand. Man sieht ein großer Kühlschrank. Und Stromzufuhr vor der Hinterachse, die Fenster ohne Kratzer, ohne Beschädigung und zu guter Letzt das Heck. Noch das Fenster. So, kommen wir zum Inneren. Die Komforttür. Einmal mit Verdunkelung. Und hier bei Hobby hat man hier auch die Möglichkeit, noch so kleine Fächer zu haben. Neben dem Mülleimer. Werfen wir mal einen Blick ins Fahrzeug. Hinten eine große Rundsitzgruppe. Der Tisch, ein Hubtisch. Und es lässt sich dort aus den vorhandenen Polstern dann ein zusätzliches Bett bauen. Oben drüber Stauschränke, LED-Beleuchtung. Sehr schönes indirektes Licht. Die komplette Schaltzentrale befindet sich hier vorne im Eingangsbereich. Erster Rundblick, Küche mit Backofen, großem Herd, einem großen Kühlschrank, daneben ein großer Kleiderschrank und hinten zwei Einzelbetten, die sich zu einem Doppelbett erweitern lassen. Kommen wir zum Pflegezustand. Eins vorweg, ich habe nichts gefunden. Also ich habe nichts gefunden, was irgendwie zu beanstanden wäre. Das Fahrzeug ist sehr gepflegt, fangen wir mit dem Tisch an. Keinerlei Kratzer, Beschädigung. Die Polster wurden häufig mit Decken abgedeckt. Von daher sehen die auch noch aus wie neu. Auch die Vorhänge. Sehr sauber, sehr gepflegt. Und man kann auch einen Blick oben in die Fächer packen. Sehr schön.
mit Softcross. Diese zweimal als Beispiel. Über der Tür ist noch eine kleine Ablage. Dann haben wir hier gegenüber eine Vitrine. Darunter der Fernseher. Und darunter noch weiterer Stauraum. Aus der Sitzgruppe heraus hat man einen sehr schönen Blick Richtung Fernseher. Man könnte da auch noch einen größeren montieren, wenn man möchte. Platz wäre da. Und dann auch zur geräumigen Küche. Oben drüber ein sehr großes Dachfenster mit Kurbel, sodass da viel Licht reinkommt. So, schauen wir uns die Küche einmal an. Der Pflegezustand ist echt top. Ich denke, hier ist mal sehr häufig essen gegangen. Sieht zumindest wenig benutzt aus. Staufächer hier. Auch optisch sehr pfiffig gemacht. Auch mit Rüttelkante, sodass man wirklich sehr gut stauen kann. Dann haben wir hier eine sehr praktische Verdunkelung. Und schon hier einmal über die Oberfläche. Keine Beschädigung, keine Kratzer. Doch, hier ist ein Mini-Kratzer im Glas. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Sehr viel Platz. Drei Flammenkocher, wo man auch wirklich richtig Platz hat, was zu stellen. Autospüle in einem absolut guten und sauberen, gepflegten Zustand. Was wirklich ausschaut wie neu, ist darunter der Backofen. Wir wurden da mal so Aufbackbaguettes aufgewärmt. Viel mehr wurde der noch nicht genutzt. Auf jeden Fall sehr komfortabel, das dabei zu haben. Kommen wir zu den Staufächern. Das Fahrzeug ist schon komplett leergeräumt. Kann halt sofort auch übernommen werden. Alles mit Softclos. Alles gut verarbeitet. Daneben befindet sich der Kühlschrank, ein wirklich sehr geräumiger Kühlschrank. Mit manueller Energiewahl. Auch hier ein sehr sauberer, gepflegter Zustand. Unten drunter noch mit einem zusätzlichen Fach, wo hier Zubehör vom Backofen mit drin ist. Daneben die Truma-Heizung und darüber der geräumige Kleiderschrank zum Hängen inklusive der Elektrotechnik. So. Sind wir vorne im Bug, haben einen Schlafbereich, oben einmal mit Rauchmelder und einem Hebekippfenster, auch wieder LED-Beleuchtung, Ambientebeleuchtung. Hier auch mit einem zentralen Lichtschalter, zusätzlichen Haltestangen, auch oben Stauraum entsprechend und alles Rüttelkante, sehr gut verarbeitet. Nichts vermackt, wirklich ein guter Zustand. Kommen wir zu den Betten. Erstmal rechts und links haben wir Stauraum drunter. Gehen wir auf diese Seite beispielsweise drauf. Und auch hier für Vorzeit und Ähnlichem. Über den Matratzen waren Schonbezüge und es wurde mit dem Topper gearbeitet. Von daher wirklich ein sehr guter Zustand noch von den Matratzen. Hier, die großen Matratzen kommen dann zur Geltung, wenn man hier raus ein Doppelbett baut.
Dazu kann man diesen Bereich wegbauen und dieses hier rausziehen. So, geht kinderleicht. Und man hat ein sehr geräumiges Doppelbett, eine riesige Spielwiese. Noch einmal vom Schlafraum aus betrachtet in das Fahrzeug rein. Und wir haben hier die Möglichkeit, den Schlafraum auch abzutrennen, so dass man hier ungestört und abgedunkelt auch nächtigen kann. Gegenüber vom Kleiderschrank befinden sich Garderobenhaken und dort kommen wir auch zum Bad. Eine große Nasszelle, so verarbeitet, dass es nichts ausmacht, wo Wasser hinkommt. Oben drüber mit einem großen Fenster. Eine angenehme Beleuchtung. Und wie man sieht, auch hier wieder alles extremst gepflegt. Auch Stauraum gibt es hier reichlich. Hinter den Spiegeltüren, Spiegelschränken. Und dann natürlich noch hier unten in dem Bereich. Insgesamt steht er sehr gut da. Wenn er Ihnen gefällt, wenn Sie Interesse an dem Wohnwagen haben, wenn Sie Fragen zum Wohnwagen haben, dann schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie mich an. Vielen Dank.